Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht. Also ich nehme diese Folge jetzt nach der anderen auf. Ja, also kurz danach, dass ich die grundsätzlich eine nach der anderen aufnehme, ist logisch, aber in nur zeitlichen geringen Abstand. Und habe darüber nachgedacht, wie idiotisch das eigentlich ist, dass ich hier nicht mit einem Schutzanzug hinkomme. Und das Ganze ist ja relativ simpel zu lösen. Ich müsste nur hier... Eigentlich müsste ich es nur hier dicht machen. Das können wir mal schnell erledigen. So, man sieht sogar noch, die Aufträge sind noch auf Prio 8 drin. Und dann machen wir uns hier eine Verbindung runter. Das heißt, einmal bitte dort öffnen, dass wir dann hier rein können, da nach unten und schon... sind wir hier mit Schutzanzügen. Eine weitere Verbindung gibt es dort ja nicht. Etwas Ähnliches könnten wir auch eigentlich hier machen, dass wir es dicht machen und graben uns dann hier so einen Weg durch, dass wir auch hier alles mit Schutzanzügen machen. Erscheint mir gerade als recht sinnvoll. Es sind nur gerade noch so ein paar Aufträge überall hier und da drin mit auch höherer Priorität, glaube ich, oder? Sind die alle schon erledigt? Ne, es sind gar keine mit höherer Prio mehr da. Ne? Auch gut. So, dann können wir das hier noch verbinden. Ihr hattet mir schon Kommentare geschrieben bezüglich der Hubsprossen, dass ich aufpassen soll, dass ich die nicht alle ausgrabe. Habe ich ein Auge drauf. Ich hoffe, dass ich da auch noch ein Auge drauf habe. Wenn es dann mal soweit ist. Ja. So, da können wir noch mal ein bisschen... Da ist zu viel Flüssigkeit. Gut. So, und da ist jetzt dicht. Dann bauen wir jetzt hier mal eine Leiter hoch. Edgar. Magmatit müsste aber es doch... spätestens sie jetzt geben, dass du dir hier selber einen Ausweg bauen kannst. Okay. Es ist mal wieder jemand fast auf der Toilette vor mir. Ja, da wird erstmal was gegessen. Eine Nacht auf dem bequemen Fußboden. Wer kennt es nicht? So, und dann würde ich sagen, dass wir den gleich weiter analysieren. Da können wir hier einen Zugang machen. So, Kolonieerfolg errungen. Ah, das dürfte super erneuerbar sein. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt Strom produzieren, wie und woraus wir wollen. Den hat auch noch niemand zerlegt. Ach so, weil da bislang niemand hinkam, ne? Das ist natürlich ein Punkt. Jetzt läuft die Suppe hier. Überall hin. Na gut. Dann soll es so sein. So, jetzt können wir den hier noch zerlegen. Kerstin darf den dann weiter mit Schutzanzug analysieren. Da geht's schon weiter. Ja, perfekt. Och nee. So, das war jetzt viel und reichlich Wasser. Dann bringen wir jetzt das hier auch noch mal eben zu Ende, dass wir hier anfangen können zu pumpen.
So, Wassermarsch. Noch ist der geöffnet, das sollte er aber nicht für lange Zeit sein. Okay, so, da brauchst du noch einen Stromanschluss plus die Leitung müssen wir alles noch verlegen. Aber das kommt dann, wenn es soweit ist. Das hier ist erstmal soweit erledigt. Wir können auch hier jetzt mit Schutzanzug hantieren. Gibt es hier vielleicht noch andere Sachen, die wir machen könnten? Da ist ein Aluminiumvulkan. Da ist der gerade, der ist gerade inaktiv. Da müssten wir eigentlich genau das gleiche machen, was wir hier gemacht haben. Also zumindest so in etwa. So, so. So. Das hier rechts ist mir noch ein bisschen. Den lassen wir dann nochmal weg. Das machen wir erst, wenn der Rest fertig ist, damit wir nicht die ganze Suppe hier in diesem Raum drin haben. So, plus hier Steckschnecken können wir danach rausholen. Was mich an eine Frage erinnert, die ich noch nicht beantwortet habe. Ihr habt mir gesagt, man könnte die Steckschnecken ja auch dazu bringen, dass sie 1600 Watt verbrauchen. Ja, ich weiß. Dafür müsste man sie zähmen, dann könnte man nur eine bestimmte Anzahl in einem Raum haben. Und die futtern viel, viel, viel mehr Metallerz. Und das ist etwas, Entschuldigung, was man machen kann, was ich aber nicht machen möchte in diesem Fall. Weil das alles Sachen sind, die man dann dauerhaft so handhaben müsste. Und das möchte ich eben nicht. So, ja, jetzt haben wir hier was in Auftrag gegeben, was wahrscheinlich gleich dazu führt, dass die sich hier gegenseitig einsperren. Vielleicht machen wir erstmal den Teil hier an der Seite noch wichtiger. Diesen Raum nämlich von der Seite ausbauen und da könnte man auch hergehen und das von oben ausbauen, wo man vielleicht nicht rankommt, ich weiß es nicht. Den Teil des Stromkabels kann man weglassen. Das isolierte Ding kann man direkt mit einer Gaspumpe tauschen. So. Okay. Ja, so, dann wollte ich hier für eine Möglichkeit sorgen, dass wir auch hier überall hinkommen. Dafür müsste man, eigentlich kann man das ja auch ziemlich simpel machen. Wir machen einfach das dort an den Stellen zu. Wo rennen die hier denn jetzt alle hin? Achso.
Sorry für dieses Pause, nicht Pause, Pause, nicht Pause, aber... So. Dann können wir einmal hier... Ja doch, machen wir das direkt mit einer durchgehenden Leiter. Ölspalte. Hier gibt es wirklich noch sehr, sehr, sehr viel zu erledigen. Ach, Stahl, ja, ja, uns wird Stahl fehlen. Sowieso, ach, jetzt sieht man es auch gerade wieder. Hier ist Dampf quasi nicht mehr vorhanden. Wir haben kein Kalk. Okay, das müssten wir aber korrigieren können. Wir machen noch mal ein bisschen Glas. So, warum haben wir keinen Kalk mehr? Wir haben, ach, weil das Ding hier keinen Strom mehr hat. Das haben wir mal getrennt. Ja, klar. Ich habe schon gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir keinen Kalk haben. Jetzt haben wir die Antwort. So. Okay, dann gibt es auch gleich wieder ein bisschen Stahl. Das alles machen. Ja. Vielleicht werfen wir mal zwischendurch hier wieder einen Blick drauf, wie weit wir hier sind. Okay, das ist auf jeden Fall zu viel Wasser, um es aufzuwischen. Mal gucken, ob wir das gleich ein bisschen korrigieren können. Wenn wir hier schnell sind. Ach so, er geht erstmal wischen, bevor er gräbt. Ja, okay. Das war jetzt auch hier den Rest noch aufgewischt bekommen. Dann müssten wir das Ding hier mal aktivieren. Ich hoffe, das kann der Gute. Dann Ziegel wieder rein, um den Rest noch aufzuwischen. So, was machen wir dann als nächstes hier? Hätte ja gerade... Oh, wir haben keine Algen mehr. Okay. Da müssten wir uns mal drum kümmern, dass wir das Problem lösen. Ja, Algen sind immer nur so an recht blöden Stellen. Können wir danach hier vielleicht nochmal Wasser aufwischen? Der hier produziert jetzt wunderbar, aber hier ist es recht warm, ne? 140 Grad, Tendenz steigend, aber nicht mehr viel weiter steigend.
Was ich hier gemacht habe, ist natürlich auch blöd, weil das heizt jetzt hier die ganze Umgebung auf, dadurch, dass die Leitung da nicht isoliert ist, aber noch passt das. Aber auch da hatte ich eine, wie ich finde, gute Idee, die wahrscheinlich nicht neu ist, aber die ich trotzdem gut finde. Und wir bei Gelegenheit mal drüber sprechen können. Daraus wieder eine 7 machen, weil wir haben ja jetzt hier einen alternativen Ausgang. Können hier schon mal einen Flaschenentleerer bauen. Aber ich würde hier erst die... Oh, den hier müssen wir analysieren. Ich würde hier erst Öl reinschütten, was ja leider recht heiß ist, wenn wir hier alles andere fertig haben. Am besten inklusive aufräumen. Jo. Hier ist alles raus, das heißt, da können wir wieder abschließen. Was sagt die Zeit hier? Noch, ach Gott, noch 22 Zyklen, okay. Nichts, worauf wir warten werden. Ist das hier jetzt vollständig angeschlossen? Ist es, was noch fehlt? Ja, Strom. Stimmt, Strom war ein großes Thema in meinen Überlegungen vorher. Weil wir haben angefangen, das Stromnetz hier umzubauen. Auf Transformatoren, auf kleinere Netze. Aber wir haben hier nach wie vor dieses mittlerweile 7,7 Kilowatt Stromnetz. Was natürlich gar nicht geht. Jetzt ist die Frage, wo und an welchen Stellen verkleinern wir das. Wir haben hier noch einmal die Möglichkeit, was zu machen. Das werden wir jetzt auch. Ein kleineres Netz. Das reicht leider nicht für noch ein weiteres, aber es ist okay. So, und damit würde ich dann jetzt schon mal den Teil, der hier in nördlicher Richtung da anschließen, um das dann hier abzutrennen. Das kann man vielleicht auch so machen. Bitte schnell. Die Duplikanten wissen auch nicht mehr, was sie zuerst und zuletzt machen müssen bei meinen ganzen Aufträgen. Das hat auch geklappt, ohne den Ziegel auszubuddeln. Hier müssen wir auch noch ein Transportnetz bauen. So, drei Elemente fehlen noch. Das hier können wir auch noch so einmal bauen, oder? Dann haben wir das ein bisschen strukturierter hier unsere Leitung. So, das ist angeschlossen. Dann können wir jetzt das hier wegnehmen. Wir können das hier alles wegnehmen, plus das und das. Geht uns hier auch nirgendwo irgendwas verloren, aber wir haben das hier auf 5,8 reduziert.
Das hier ist 2,2 mit den vielen Schutzanzug-Docks. Haben wir da auch noch mal dicke Reserven drin. Das Ding ist analysiert, das heißt, wir können hier nochmal auch den Rest rausräumen. Nächste Aktivität 7,3 Zyklen. Oh, das ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Wasser für den Kollegen würde ich dann einmal auch von hier besorgen. Conny hat jetzt, glaube ich, keinen Ausweg mehr, was ein bisschen blöd ist. Kann er sich aber selber bauen. So, dann brauchen wir hier noch eine Dampfturbine. Die dort fehlt. Die natürlich auch noch einen Wasseranschluss braucht. Und das Wasser müssen wir dann genauso wie das hier noch wegführen. Ich würde das jetzt mal so planen, dass das zusammenläuft. Ja. Gatter ein bisschen anders platzieren. Ja, nämlich so. Dann trennen wir das einmal, machen das so und das so. Dann haben wir da das gleiche erreicht. Wie hier mit etwas anderem Aufbau. Minimal kompakter. So, euer Stahl fehlt uns immer noch. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen stutzig macht. Aber wir könnten jetzt, okay. Woran hapert's? Vermutlich daran, dass es jemand macht, oder? Stopp, das hatten wir schon. Muskulös, leichtes, nee. Nee, auch nicht. Ich hätte gerne jemand, der oder die halbwegs gut mit Maschinen umgehen kann. Also das Starkstromnetz musste hier ja auch noch rüber. Was passiert hier? Achso, die Eier werden hier immer noch nicht abtransportiert. Das ist natürlich dumm gelaufen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn hier die ganze Zeit die Hatches gefesselt, das ist auch nicht perfekt. Nicht mal nah dran an perfekt. So, Starkstromkabel legen wir dann einmal hier entlang. Damit nach dort und nach dort plus sorgen wir dafür mal, dass wir da eine Möglichkeit haben, das Kabel zu verlegen. Hier gibt es wieder Dampf, sehr schön. Was das doch ausmacht, ne? Ob wir ein bisschen Stahl produzieren oder nicht. Das hier müsste auch bald wieder losgehen. 11,8 Zyklen, ja. Ah,
Es gibt so viel zu tun. Ich könnte eigentlich jeden Tag, wenn ich die Zeit dafür hätte, 3, 4, 5 Stunden weitermachen. Ne? Wenn ich daran denke, wir haben noch immer keine Badezimmer und es gibt hier so, so, so viel zu tun. Ich war noch nicht ganz entschlossen, wo wir die Wasserreinigung hinbauen. Nee, da denke ich lieber nochmal drüber nach, bevor wir jetzt heute hier was anfangen. Und dann ist es nicht zu Ende gedacht. Nee, nee, das lassen wir mal lieber. Ah, wie weit sind wir denn mit der Forschung? Okay, da fehlt uns noch das Materialstudienterminal. Das ist die Geschichte hier. Okay, da geht's weiter. Die Frage ist, ob wir das Ganze jetzt schon umbauen könnten, weil wir genügend Strom haben. Das sollten wir eigentlich machen können, weil wir haben unseren super erneuerbaren Erfolg. Wir haben hier reichlich Gas, was kontinuierlich mehr wird. Ja, wir sollten dann jetzt das Gaskraftwerk bauen können. Wir fangen mit dem eigentlichen Kraftwerk heute nicht mehr an. Aber wir können die Vorbereitungen dafür beginnen. Eigentlich brauchen wir hier links auf keinen Abstand mehr achten, außer auf die Höhe eventuell. So dass ich sagen würde, das hier ist eine gute Stelle. Fangen wir doch schon damit an. so, ja doch, weiter bis da. Nee, Moment, da kommen wir hier. Noch eins machen, dass wir dorthin setzen. Das passt alles. Nee, Moment. Ja doch. Oder doch nicht? Können wir so Ecken wie das hier eigentlich noch eben zu Ende bringen, ne? Vielleicht eine Reihe tiefer an, dass ich mir das, ja, dass ich mir das nicht so verbaue hier. Ist, glaube ich, die bessere Variante. Können hier trotzdem Gitterziegel bauen für den Fall, dass ich meine Meinung noch mal ändere. Das heißt, das müssten wir auch hier nach unten legen.
neben der Leitung, die hier rüber muss. Ich verteile so viele Aufträge gerade, denn die können da gar nicht hinterherkommen. Aber das hier eilt nun mal ein bisschen. Weil der hier halt bald loslegt, ne? 4,9 Zyklen, bis dahin muss das alles fertig sein. Das können wir auf alles stellen. Da soll alles reingeräumt werden. Da fehlt uns noch der Sensor. Hier müssen wir noch das Vakuum pumpen. Das müsste eigentlich auch vorher noch erledigt werden. Plus die Ableitung für das Wasser. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Aber das hier ist alles auf 5, naja, okay. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas baue, was nicht kritisch ist und ja. Dafür hakt es an anderen Stellen, ne? Das wäre nicht nur nicht clever, das wäre sogar dumm. So, in diesem Raum ist alles fertig, außer das Vakuum gepumpt und der Sensor da oben fehlt. Der fehlt uns übrigens hier auch. Stromkabel hier ist in Arbeit. Ja, auch man sieht wirklich, dass ich echt übertrieben habe. Die letzte Folge auch schon und diese mit den Aufträgen, ne? Weil auch das hier zieht sich dann doch alles recht hin, wobei wir auch echt viel geschafft haben, ne? Das muss man auch mal festhalten. Ich das sehe, wir haben die ganzen Erdgasvorkommen eingebunden, außer stromtechnisch fehlt noch ein bisschen. Die Geschichte hier läuft auch kontinuierlich, wobei es auch da irgendwann jetzt zu einer Wasserknappheit kommen wird. Plus wir haben hier inzwischen na, gar nicht so viel Wasserstoff, aber Sauerstoff. 500 Kilogramm pro Feld, ja, okay. Da kommt schon viel zusammen. Zeigt uns aber auch, dass da netto nicht so viel Wasserstoff überbleibt, ne? So, das bisschen Stromleitung noch. Neun, das heißt, drei Leute müssen Material noch anschaffen. Wird also noch einen kleinen Moment dann dauern. Nutzen wir die Zeit doch mal. Wenigstens etwas sinnvoll. Wischen wir das auf. Dann graben wir da. Nur um dann nochmal zu wischen. Jetzt kannst du wischen. Jetzt bauen wir erst ein Ziel. Also mir wieder Magmatit holen, weil ich das falsche Material ausgewählt habe. Eieiei. Wo wir dafür ganz viel hinlaufen müssen. Aber es war ein Paradebeispiel, ne? Wie schnell sowas theoretisch gehen könnte und wie lange es jetzt in der Praxis gedauert hat. Grund des falschen Materials. So, bitte wischen. Wir schauen hier mal rein auf diesem Asteroiden. 4 Tonnen Eis. Ich wollte ja gerne jemanden haben, der uns bei der Maschinenbedienung hilft, aber
Turner vielleicht nehmen. Aber das... Ich glaube, wir nehmen Turner, aber so das Gelbe vom Ei ist das für das, was wir wollen, auch nicht. Aber wir nehmen ihn trotzdem. So, Prioritäten für Turner. Soll klar auf Bedienung liegen. Ja. Da gibt es auch die ersten Punkte. Bei Maschinen haben wir reichlich, die bedient werden müssen. So, das läuft jetzt hier. Okay, da kommen wir gerade gar nicht weiter. Wir haben doch schon 90 Punkte, warum? Jetzt haben wir sogar 96. Oh. Ne, das ist schon das Ding hier. Warum keine verfügbaren Aufträge? Müssen wir das Ding vielleicht einmal kurz aus- und einschalten? Das sieht mir hier gerade irgendwie ein bisschen nach Bug aus. So, jetzt schalten wir es wieder ein. Ja, kann ja mal vorkommen. Ich bin schon mal gespannt, ob das wirklich ein Bug war oder ob ihr mir in den Kommentaren wieder erklärt, warum das nicht ging. Dass ich meine Unfähigkeit nicht immer auf das Spiel schieben soll. Bauen wir noch oder geben wir noch hier einen Auftrag. Starkes Leiterkabel. Nach hier unten. Wir müssten es im Grunde... hier hochlegen. Da kommen wir so hin. Hier würde ich mal eine Leiter bauen, dann kommen wir auch überall hin. Da das gleiche. Da kommen wir überall hin. Dann müssen wir nur dort einen Ziegel wegnehmen. Und hier braucht es dann schon ein bis zwei Leitern. Ist das ja eigentlich Schutzanzugbereich? Nee, ist es nicht. So, ist aber alles Prio 5. Naja, ist es. Gut. Interessant, dass hier jetzt direkt angefangen wurde zu arbeiten gerade, während hier quasi nichts passiert. Wollen wir dieses hier durchgehend bauen, dass wir um dann da einmal runter und ich bin mal wieder unentschlossen. Oh. Ich wollte gerade sagen, du darfst hier graben, aber das ist ein bisschen zu viel Wasser. Aktivieren, aktivieren.
Feldstudienfertigkeit. So könnten wir, also wir können es mit Sicherheit, aber ja, das ist ja nicht so viel, was du da, das sollte er verkraften können, oder dann können wir die Sachen hier schon mal aktivieren und vielleicht auch anfangen, da Material wegzubringen. Ne? Wir haben ja Strom da, den wir zwar noch manuell erzeugen, aber ist das trotzdem in Ordnung. Alles mal mindestens bis da. Gut, auf der anderen Seite, wir müssten das hier sowieso anders machen. Leiter, um hier hochzukommen. Hier machen wir vielleicht noch mal unseren Wischiwaschi-Trick. Insofern, wir graben uns hier hin und sehen dann zu, dass wir das Wasser aufgewischt bekommen. Irgendwie so. Gut, ich überziehe schon wieder. Die nachfolgenden Sendungen beginnen circa 20 Minuten später. Nee, Quatsch. Wir hören jetzt gleich auf für heute. Was müssen wir denn so rein prioritätentechnisch? Eigentlich eher das hier, damit wird das... Weil der hat es jetzt echt 1,7 Zyklen. Oh mein Gott. Dass wir das hier alles in Betrieb bekommen noch. So, den Hochdruckgasabzug. Stromkabel. Das bitte alles noch schnell zerlegen. Dann kommt da der Ziegel rein. Was uns noch immer fehlt, ist... Ah, aber jetzt kommen wir da weiter. Okay. Ah, freue ich mich, dann wir in den... Also ich sag mal, spätestens in 3 Folgen haben wir das auf die modernere Geschichte umgebaut. Dann sieht's da anders aus. Alles wegbringen. Stoppen. Zerlegen. Hier noch. Den rein. Das hier ist das, was ich mal mindestens auf 6 setzen würde. Weil das ist echt der Teil, den wir zügig brauchen eigentlich. Genauso wie das hier, damit wir hier wischen können. Das gehört dazu, damit wir da oben weitermachen können. Länger machen. Um
noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was nach vorne zu bringen. Vorrangig schwebt mir das hier im Kopf. Bin ich ja ehrlich. Nochmal ein bisschen wischen. Graben und wischen, das ist, glaube ich, das, was ich am liebsten machen lasse in Uni. Bauauftrag für die isolierte Tür ist drin. Den können wir einfangen. Den können wir einfangen. Gratis Strom, den wir nicht nutzen. Nie gut. Was eigentlich mit dem Kollegen hier untätig? Das heißt, der ist... Könnte auch jeder... Also der ist aktiv und wenn... Den, da sollte ich jetzt nicht ausbuddeln, weil der fängt sofort an, was auszuspucken. Da warten wir lieber auch ein Momentchen. Okay, die Priorität, um den da einzufangen, hat sich gerade massiv erhöht. Ach so, aber das Problem ist, dass ich den ja jetzt gerade nicht in den Raum bekomme, weil ich dafür das dicht machen müsste, ne? Klar. So, und den holt jetzt nur jemand, wenn der Ziegel gebaut ist. Weil es sonst eben, kurz zur Erklärung, 25 Tiere sind, weil er alles andere mitzählt. Und nicht nur diesen Raum, weil das eben kein geschlossener Raum ist durch das Feld. Deswegen sind es auch 4800 noch was Felder groß. So, jetzt ist der Raum geschlossen und jetzt kann der... Wohin auch immer der verschwunden ist. Ja. So viel dazu. Dann warten wir jetzt, dass der nächste auch noch ankommt. Da ist er. Dann können wir den Ziegel wieder abreißen. Auch mit hoher Prio. Damit die Tiere nicht eingeengt sind, sondern sich weiter fortpflanzen. Jo 8. 8er Wischauftrag. So, dann können wir dorthin gehen und Grabaufträge eintragen. Und hier. Gleichzeitig Ziegel reinbauen und wischen. Dann kriegen wir das Wasser hier rucki zucki fertig und können die Leitung hier durchverlegen. Wirklich beeindruckt, wie gut das funktioniert. Ich weiß, dass ich euch dann wahrscheinlich mit nerve, dass ich das jede Folge sage, aber wie schön effizient man damit Flüssigkeiten wegbekommt. Wenn da jetzt noch jemand zum Bauen kommen würde, ne? Ja. Total effizient, ne? Aber das Gute ist, wenn das hier jetzt gleich die letzten Ziegel fertig sind, dann können wir den Rest der Leitung in Auftrag geben. Um mehr geht's mir ja eigentlich nicht. Das sind 8er Aufträge. Ah, jetzt.
das könnte jetzt schon zu viel gewesen sein, weil die nicht sofort am Wischen waren, ne? Ich hab's mir fast gedacht. Aber es ist nicht schlimm. Mit das, was wir hier wollten, reicht uns das, weil wir... Achso, stopp. Ich muss natürlich die Ziegel dann gleich auch noch wieder wegreißen. Bis zu Ende bringen heute. Also nicht, dass es fertig gebaut wird, das man, ja, würden wir auch schaffen, aber das kann ich euch und mir nicht antun. Sondern, dass wir die Aufträge dafür alles eingetragen haben. Jetzt ist er im Bau. Conny oder wer macht's? Nee, Aquasina. So. Jetzt können wir das hier alles... nochmal priorisieren. Bricht in 0,6 Zyklen aus. Okay, wir werden weder die Forschung bis dahin fertig bekommen. Aber so ganz viel fehlt auch nicht mehr. Noch die Leitung. Aber man darf eben auch nicht vergessen, nicht... Oh, ich habe nichts gesagt. Dass wir auch nicht sofort bei dem ersten Mal, weil es kam schon was raus, sofort Dampf haben. So, war das gerade eine Meldung, nicht genügend Material? Habe ich das richtig gesehen? Jetzt. Haben wir alles... wir brauchen, um das schnell kurzfristig fertig zu bekommen. Dann gucken wir jetzt noch mal, wo wir noch mal schnell einen Schwung Blei ausgegraben bekommen. Und dann sollte auch das kein Problem mehr sein. Haben wir nicht hier rechts auch ein Ölbiom irgendwo? Da, das ist aber nicht zwingend näher dran. Aber ich nehme das trotzdem mal hier in Angriff. So. Gut, jetzt machen wir aber Feierabend für heute. Ich bedanke mich mal wieder, oh Gott, 53 Minuten, recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit meinem Graben bauen, wischen und was da sonst noch alles so passiert zwischendurch. Und ja, sagt dann mal bis morgen. Tschüss.